Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Los Santos Rescue Division als Feuerwehrmann. Und in der letzten Folge vor der Open Beta haben wir mit dem Call-Out Creator ja zwei eigene Einsätze kreiert. Diese machen wir heute in dieser Folge, bearbeiten diese mal und schauen mal, was wir so alles machen müssen, um diese Call-Outs erfolgreich zu bestehen. Dann sehen wir hier eine kleine Änderung, warum amerikanisches Setting. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt in der letzten Zeit immense Probleme mit dem Spielspeicher hatte. Sprich, das Spiel ist mir immer abgestürzt und hat gesagt, Spielspeicher nix da, einmal bitte rebooten und dann neu starten. Und das ist jedes Mal gleich zu Beginn gewesen. Das wird daran liegen, wegen den ganzen Mods, die ich installiert hatte. Und ja, wird irgendeine Datei dieses Problem auslösen. Daher machen wir erstmal in den nächsten Folgen dieses amerikanische Setting und spielen da mal mit den verschiedenen Fahrzeugen. Dafür gibt es eine kleine Neuerung, nämlich diese neue Feuerwehruniform. Die Uniform ist so jetzt gar nicht so neu, außer das mit dem roten Streifen quasi über den Brust- und über den Rückenbereich. Aber der Helm ist neu und der sieht mal richtig schnick aus. Und dies habe ich von Romuald vom Baro Team bekommen. Einen dicken Gruß an dich. Vielen Dank dafür. Ich finde das Teil mal richtig schnicke. Sieht richtig nice aus. Großes Lob an dich und dein Team. So, wir machen ein kurzes Intro und dann werden wir unsere zwei kreierten Callouts spielen. Attention all units, citizens report, an apartment on fire on Milton Road, units respond code 3. Roger that, we're on our way. Und da haben wir schon unseren ersten Einsatz. Franklin's Mom's House on Fire. Den hatten wir als zweites kreiert. Da müssen wir natürlich sofort hin. Ist ja hier quasi gleich in die Ecke. Vorsicht. Okay, Ambulanz ist fort. Da hinten sehen wir schon die Rauchschwaden aufsteigen. Eieiei, das muss ja derbe brennen. So, oh wei. Bremsen, bremsen, bremsen. Oh ja, hier brennt es immens. Halt, ja, doch, geht aus. So, Brigade, einmal get Fire Gear. Ach du Scheiße, das Haus brennt. Aber wie? Guckt euch das an. Holy shit. So, einmal hier Feuerlöscher nutzen, Jungs. Und dann. Was meckert ihr denn rum? Ihr seht doch, wo es brennt. Ist das euer Ernst? So, wir nehmen auch einmal Fire Gear und einmal den Feuerlöscher. So, erhöhen mal den Wasserdruck, die Menge der Literanzahl pro Sekunde. Wir legen einfach mal los. Wenn die Kollegen schon nicht machen, machen wir es wenigstens. Ach, jetzt legen sie los. So, wir stürmen mal die Bude. So, oh Gott, ja. Der Fußboden brennt. Ist aber schnell gelöscht. Oh Gott, okay. Stube steht im Flammen. Das sollte aber relativ schnell geklärt sein. Zack. Okay, die löschen die Kerze. Das ist so eine Scherzkerze, Jungs. Die geht immer wieder an, wenn ihr sie ausgemacht habt. So, die feiern sich, dass der Brand gelöscht ist. What the fuck, der hat eine Schusswaffe. Einmal Polizeiverstärkung bitte, sofort. 10-4, copy that. Attention all units. Officer is en route. En route, responding code 3. Wir brauchen den hier fort. Der hat echt eine Schusswaffe. Forum Drive. Was ist dein Problem? Da sind zwei mit Schusswaffe. What the fuck, was willst du?
goddamn asshole! Warum haben wir von dem bedroht? Ich weiß es nicht. Wollt ihr was? Hallo? Wir sind die Feuerwehr. Komm, was willst denn du? Ich hab einen Wasserschlauch. Du kleiner Pisser da hinten genauso. Raus aus dem Haus. Ihr wohnt hier bestimmt nicht. Was ist? Okay, Schüsse fallen, Schüsse fallen. Scheiße, das ist eine ganze Gang. Wollt ihr dir zu flanken oder was? Dann könnte man denken, wer hier den Brand gelegt hat. Lasst es. Komm ich, wo die Polizei ist. Hintergrund ist echt scheiße. So. Ich da eine nasse Abtreibung. Was bist du denn? Wir versuchen hier durchzuhalten. Schüsse fallen, Schüsse fallen. Bis die Polizei endlich mal eintrifft. Paramedic ist vor Ort. Könnte sich eigentlich mal um die Leute kümmern. Was willst du? Ich habe mir einen langen Wasserschlauch. Lass es. Du auch? Okay. Zack. Haben wir den Strommast geknallt. Okay, da fällt das Feuer. Überlegst dir. Wir haben keine Waffen, aber... Aua. Dafür einen Wasserschlauch. Okay, der konnte hinkommen, hat er Glück gehabt. Die Polizei ist auf der anderen Seite. Warum? Ach, jetzt sind sie da. So, die kümmern sich drum. Wir, stehen erstmal unseren Blick gerade ins Auto. Wir haben den Einsatz hier erfolgreich beendet, konnten den, den Brand löschen. Zack. Ja, wir wurden zwei Schusswunden. Was wir alles in diesem Beruf, aushalten müssen. So, wir sind einmal so fair, wir rufen einmal Corona. Das Verkehrschaos hat uns die Polizei drum genommen. Wir gehen durch, dass wir Code 4 in dem Sinne, Endcall, genau, das muss man sagen. Und dann ist dieser Einsatz erfolgreich beendet und, boah, hier geht's ab. Totales Chaos, schnell weg hier. Ah, der Kollege will noch mit, Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass du noch gar nicht drin bist. So, schnell weg hier. Das Chaos bricht aus und wir warten auf unseren zweiten selbst kreierten Callout. Attention all units, citizens report a fire on runway 1, respond code 3. Und da ist schon unser zweiter kreierter Callout. Das Trainingsfeuer mit Verwundeten, da muss man natürlich jetzt sofort hindüsen, am Flughafen. So, 2 Kilometer gut. Müssen wir uns natürlich jetzt auch dadurch, dass wir das amerikanische Setting haben, etwas an die nervige Sirene gewöhnen. Aber das sollte kein Problem sein, denke ich mal. Corona hat nur Leichen gefunden. Ja, okay. Dann ist ja gut. So, vorsichtig. Zack. Fahren. Mal an der Innenperspektive. Sieht auch richtig nice aus. So. Führen wir uns hin. Von hinten quasi. Ah, da gehen wir die Tür plötzlich auf. Vorsicht. Ja, wir werden jetzt ein bisschen anders fahren, als das Navi uns angibt. Hinten ist zwar ein Tor, aber ich glaube, das geht gar nicht auf. Gehen wir auf Nummer sicher. So, jetzt sind wir highspeed-mäßig unterwegs. Und mal zur Seite fahren wäre nicht schlecht. Achtung. Wow, 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 wow. So. Die Polizei ist jetzt auch auf Code 4, geht wieder zurück auf Streife.
wir sind jetzt schon fast bei unserem nächsten Einsatz. So. Achso. Typische Schrankenproblem hier. Egal. So, einmal Sirene aus. Hier, die Kollegen stehen da. Da ist unser Trainingsfeuer. Schade, dass das Flugzeug, habe ich mir schon gedacht, wird nicht, oh, nicht in Flammen stehen, aber dafür die Passanten. Brigade, come on. Feuerlöscher nehmen. Ich versuche hier von hier auszulöschen. Und ihr kümmert euch darum. Ganz viele Passanten hier angeschlagen. Gleichzeitig müssen wir versuchen, Rettungsdienst zu informieren. 1, 2, 3, 4, 5 machen wir gleich mal. So. Wir können jetzt hier wieder natürlich ums Löschen der Person kümmern. Zur Brigade. Nächster Einsatz ist Rivals Perz. Kümmert euch mal um die Leute. Vielleicht können wir ja jemanden retten. Feuer ist soweit gelöscht, so wie es aussieht. Ich schaue mir das Ganze an. Sieht gut aus. So, dann kümmern wir uns ja auch gleich mal drum. Diablos ist nicht bad. Oh mein Gott. Hier wird natürlich ein Flugzeugabsturz simuliert. Eigentlich sollte das Flugzeug auch brennen, aber wahrscheinlich schon selber ausgegangen. So. Wir kümmern uns hier um die Passanten. Come on. Die bestimmt mit in diesem Flugzeug saß. So. Versuchen die wieder zu beleben. Rettungsdienste treffen ein. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Wir haben hier noch ein paar. 1, 2, 3, 4 mindestens, die Leute sich nicht so kümmern können. Meine Leute. Da sie hier jeweils jemanden haben. Feuerwehr Trittkreis. Sehr nice. So. Sind wir besser. Einen haben wir. Einen haben wir. Da hinten sehen wir es. Hinten links. Der Kollege konnte einen wiederbeleben. So, eine Feuerwehr, zwei Rettungsdienste, drei Rettungsdienste haben sich hier schon verabschiedet oder was? Okay. Nächstes werden wir, ja, die ist verstorben leider. Schon mal Corona rufen. Sind die Kollegen. Da Paramedic kümmert sich schon um den. Schönen guten Tag, der Herr. Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung? Dann konnte er doch mal eine Karte von dir geben lassen. Genau. Geben Sie mir Ihre Medizinkarte, bitte. Jaroslav Bennett. 68er Baujahr. Bluttyp AB+. Also positiv. Keine Allergien. Sehr schön. Aber auch Sie werde ich mal ins Krankenhaus schicken lassen zur Kontrolle. Nach einem Flugzeugabsturz, den Sie überlebt haben, ist, ja, Kontrolle das Wichtigste. So. Die brauchst du nicht, die ist durch. Die habe ich schon. Okay, hier geht es gleich doppelt zur Sache. Die meinen, zwei Herzdruckmassagen auf einmal helfen Wunder. Aber immerhin, wir konnten einen retten. Wir können ja mal. Ich weiß nicht, ob die Person schon. Halt, nein, keine Pause. Die Person schon bearbeitet worden ist. Der Kollege gerade dran ist hier vorne neben uns. Die haben wir ja schon wieder belebt. Leider ohne Erfolg. Wenn der es hinkriegt, Respekt. So. Wir hatten ja noch einen weiteren Rettungsdienst. Gerufen, mal sehen, wann der ankommt. Wir versuchen hier erstmal Herzdruckmassage. Okay, Paramedic gibt schon auf, Feuerwehrkollege gibt auch auf. So. Natürlich kämpfen sie alle um das Leben, die AJ wegen. Aber Endergebnis scheint zu sein: ein Überlebender, einer, der gerettet werden konnte. Und 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 Verstorbene. Corona hatten wir auch gerufen. Wir warten noch auf den. Ja. Also auch die konnten wir nicht retten. So, Jungs. Schade, schade, schade.
Zum Glück ist es nur ein Übungseinsatz, deswegen Trainingsfire. Wartet bitte im Auto, ihr müsst euch das hier nicht antun. Wir warten natürlich hier noch auf die Kollegen, die hoffentlich bald eintreffen. Der Paramedics und Corona. Denn die Verstorbenen müssen natürlich von diesem Platz entfernt werden. Flugzeugabstürze sind nie was Feines. Ich wünsche es keinem. Ich selber bin zum Glück noch nie geflogen. Wusste zwar gerne mal, aber tja, die Angst spielt irgendwo eine Rolle. Zumindest im Unterbewusstsein. So, wo bleibt ihr denn? Ihr habt echt einen langen Anfahrtsweg, kann das sein? Wo ist denn überhaupt? Hallo? Wo steckt denn die Corona bitte schön fest? Wo wir noch eine rufen können. Roger, a medical aid is en route, is responding code 2. 2, a civilian fatality on runway 1. So, wir haben jetzt eine zweite, jawohl. Sehr schön. Versuchen es hier auch nochmal. Transport Pad. Okay, haben wir schon gerufen. Können wir nicht nochmal rufen? This whole town is fucked up. Yeah, it's fucked up this town. So. Paramedic ist in der Nähe. Nicht Paramedic, Entschuldigung, die Corona. Die Paramedics, die hängen irgendwo wieder fest. Ja, wir lassen die das hier mal machen. Dann würde ich sagen, war das schon eine neue Folge von LSRD mit unseren eigenen kreierten Callouts. Wie fandet ihr denn die zwei Callouts, die wir ja gemeinsam kreiert haben und jetzt auch gemeinsam gezockt haben? Schreibt es mir einfach in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin verabschiede ich mich. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.